Willkommen zu unserem Podcast Das zuverlässige Wort. Ich heiße Anselm von der Faithful Word Baptistengemeinde. Als Baptisten glauben wir, dass die Bibel Gottes Wort ist, dass Gott sein Wort bis heute zu 100% bewahrt hat, dass wir daher die Wahrheit in unseren Händen halten können. Wir wollen in diesem Podcast biblische Lehren einfach verständlich in kurzen Episoden erläutern, Irrlehren anhand der Bibel aufzeigen und aktuelle Ereignisse im Licht der Bibel bewerten. Außerdem werden wir zusammen mit Pastor Anderson in längeren Episoden einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hallo zusammen, ich bin Pastor Steven Anderson von Faithful Word Baptist Church in den Vereinigten Staaten. Und ich bin Anselm und heute reden wir über das Thema, dass Gott seine Kinder züchtigt oder straft. Ja, weil viele Leute, wenn sie hören, dass unsere Rettung ist ewig, sie glauben, dass das heißt, dass man kann alles machen, was er will, mit keinen Konsequenzen zu erwarten, oder? Ja, oder dass es irgendwie ein Freifahrtschein ist zu sündigen, ein License to Sin. So, was sagt die Bibel in den Hebräerbrief? Ja, es gibt diese Stelle im Hebräerbrief, Kapitel 12. Und ich lese vor ab Vers 6. Das ist eigentlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aus den Sprüchen. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Dann heißt es weiter in Vers 7, wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott ja als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben, so seid ihr ja unecht und keine Söhne. Ja, und ich habe in meinem Hand die Lutherbibel. Ja. Und es sagt, er geißelt einen jeden Sohn, den er aufnimmt. Also eigentlich, er peitscht jeden Sohn. Ja, und er sagt auch, seid ihr aber ohne Züchtigung, welche alle teilhaftig geworden sind, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. So, die Bibel ist sehr klar, dass wenn man ein Christ ist, wenn man eigentlich gerettet ist, wird er bestraft von Gott werden, wenn er sündigt. Ja. Und die Bibel sagt, dass alle Söhne werden bestraft werden gezüchtigt. Ja. Und das heißt, dass alle Gottes Kinder werden immer noch sünden. Weil er würde nicht seine Kinder strafen, wenn sie nichts Falsches taten. Ja, ich meine, wir werden immer Sünder bleiben. Ja, aber Leute glauben, dass wenn man gerettet ist, manche Leute sagen, dass man sündigt nicht mehr. Ja, ich meine, das ist einfach nur eine schon fast psychopathische Vorstellung. Ja. Und wir sehen hier ja, dass Gott seine Kinder eben, seine Söhne züchtigt. Ja, und er züchtet uns, weil wir immer noch sünden, nachdem wir gerettet sind. Es gibt eben einen Grund. Und was lernen wir hier aus der Stelle? Es gibt eine Konsequenz für Sünde. Wir sind immer noch Sünder und es wird eine Konsequenz dafür geben. Und ich bin gerettet, das heißt, ich werde nie in den Himmel kommen. Ich werde nicht dort bestraft werden, ich werde bestraft werden in diese. Du wirst nicht in die Hölle kommen, aber du wirst hier auf der Erde bestraft werden. In diesem Leben. Ja, ja. Und die Bibel sagt, dass wir Kinder Gottes sind. Zum Beispiel in Johannes Evangelium 1, Vers 12, die Bibel sagt, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. So, wenn wir an den Namen Jesu glauben, sind wir Gottes Kinder. Mhm. Und ich habe Kinder, ich habe 11 Kinder. Mhm. Und meine Kinder werden von mir und von ihrer Mutter bestraft, aber sie sind immer noch unsere Kinder. Natürlich. Und es ist gleich wie mit Gott. Gott wird seine Kinder bestrafen, aber er wird sie nicht aus der Familie werfen. Ja, ich meine, du kannst nicht deine DNA ändern. Du wirst immer der Sohn deines Vaters bleiben. Wir haben eine geistliche DNA, wir werden immer Gottes Kinder bleiben. Wir werden niemals verloren gehen, niemals in die Hölle bestraft werden. Stattdessen werden wir auf der Erde bestraft. Und die Bibel sagt, dass wir jetzt ewiges Leben haben. Amen. Wir haben es schon. Ja. Es ist ewig, es wird nie enden. Und das heißt nicht, dass es keine Konsequenzen geben wird auf der Erde. Mhm.
Natürlich sagen wir, wir könnten rein theoretisch tun lassen, was wir wollen, kommen trotzdem in den Himmel. Aber was wir eben dazu sagen ist, nicht ohne Konsequenzen. Mhm. Nicht ohne Konsequenzen in diesem Leben. Aber Leute, die nicht gerettet sind, sie machen sehr schlimme Sachen. Und manchmal werden sie nicht auf dieser Erde bestraft. Ja. Man kann sehen, dass manche Leute sehr schlimme Sachen machen und nichts passiert. Und viele Leute würden sagen, ja, gibt es einen Gott? Wie kann er so schlimme Sachen machen und keine Konsequenzen erwarten? Mhm. Aber das ist, weil er in die Hölle geht. Richtig. You know, ungerettete Leute gehen in die Hölle. Und das wird ihre Strafe sein. Und das ist viel schlimmer als alles, was wir auf dieser Erde erwarten könnten. Mhm. Aber wir Christen, wir gehen nicht in die Hölle. Wir müssen in diesem Leben gestraft werden, weil wir werden nicht im Himmel bestraft werden, weil er wird uns nicht dort strafen. Das ist eine gute Stelle. Richtig, ja. Also wenn Gott uns erziehen will, wenn Gott will, dass wir ein heiliges Leben leben, dann kann uns nur hier erziehen auf der Erde. Mhm. Wo sonst? Ich meine, im Himmel werden wir perfekt sein, im Himmel werden wir ohne Sünde sein. Wir werden schon vollkommen sein, ja. Im Himmel. Es würde keinen Sinn machen, uns da zu bestrafen. Ja. Und die Bibel sagt in Sprüche, Kapitel 13, Vers 24, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtet ihn bald. Mhm. Ich meine, der Fakt, dass Gott uns züchtigt als Gottes Kinder, als seine Kinder, zeigt eben, dass er uns liebt. Mhm. Zeigt nicht, dass er uns hasst, sondern es ist Liebe. Weil wenn Gott einfach zulassen würde, dass wir tun und lassen, was wir wollen als Christen, würde er damit eigentlich uns zum Ausdruck bringen, dass wir ihm egal sind. Dann macht doch, was ihr wollt. Mhm. Aber Gott liebt uns eben. Das ist schön zu wissen. Und wir sollen Gott fürchten. Ja. Aber weißt du, was wirklich schrecklich wäre, ist, wenn wir nicht von Gott gestraft sein würde, weil das würde bedeuten, dass wir Bastarde sind, dass wir nicht Kinder Gottes sind, dass wir in die Hölle gehen, das ist viel schlimmer. Wenn wir bestraft werden, es ist gut für uns. Es ist gut, weil es zeigt uns, dass Gott uns lieb hat und dass wir seine Kinder sind und es hilft uns, besser zu werden auch. Mhm. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Satzung lernte, sagte David. Er bringt uns bei und er straft uns, wie ich strafe meine Kinder, wie alle Eltern strafen ihre Kinder, wenn sie ihre Kinder lieb haben. Ja. So es ist wichtig zu verstehen, dass man nicht seine Rettung verlieren kann. Und das heißt nicht, dass wir sagen, dass alles erlaubt ist oder dass man alles machen darf. Mhm. Richtig, genau. Wir sind jetzt Gottes Kinder, wir können niemals verloren gehen. Gott wird sein Versprechen nicht brechen. Er hat uns ewiges Leben versprochen, wenn wir an Jesus glauben. Wir kommen in den Himmel, definitiv. Aber ja, wir sollten unser Leben auf der Erde nutzen. Mhm. Und Gott wird uns zurechtbringen, zurechtweisen, dass wir eben auf dem richtigen Weg bleiben als Christen. Amen.